Hallo und herzlich willkommen zu Runde 79. Weit sind wir gekommen, aber bin ich dem absoluten Ende wirklich schon gewachsen? Bleiben wir mal optimistisch. Die vernasche ich doch zum Frühstück. Ihr seid vor Lilith angekommen, aber sie ist nahe. Was jetzt? Wir können einen Hinterhalt legen. Ich lenke sie ab, ihr fangt sie im Seelenstein ein. Yeah, ein weiser Plan. Und ihr könnt den Stein bei mir lassen. Ich sorge dafür, dass Lilith eure Welt nie wieder bedroht. Ihr kehrt nach Hause zurück. Ich bleibe in der Hölle. Alles, wie es sein sollte. Alles, wie es sein sollte, wenn es nach dir geht. Tut mir leid, aber selbst nach allem schenke ich deinen Worten noch kein Vertrauen. Natürlich gibt es da nichts. Oder vielleicht doch? Es hätte ja sein können. Dann gibt es aber vorher noch den Punkt. Ach, Voraussetzung nicht erfüllt, Voraussetzung nicht erfüllt. Da bin ich zu schwach auf der Brust. Gibt's halt nochmal 5 Stärkepunkte. Und einen leckeren Trank. Was könnte denn helfen? Bisschen Blitzwiderstand vielleicht? Och, ich hau's mir einfach rein. Schaden kann's nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Mephisto hat euch zu diesem Moment geführt. Wir sind in seinem Reich. Sollen wir wirklich tun, was er will? Im Vergleich zu Lilith ist er das größere Übel. Ihr wollt den Stein bei ihm verwenden? Denkt scharf nach. Wenn ihr diesen Weg einschlagt, scheitern wir alle. Tja, Nere, was machen wir da? Da hat man wieder nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Echos des Hasses. Einer der Figuren hält ein in Fleisch gebundenes Buch. Auf jeder Seite prangt ein verdorrtes, derbliches Gesicht. Ihre Stimmen dringen in euren Geist ein und flüstern von hassgetriebenen Gewalttaten, Rache und Verderbtheit. Na schön. Litanei des Hasses. Worte wurden spiralförmig in die Brust einer Figur geritzt. O Hass, freigebigster der drei, dein Kelch ist stets voll. Soll dich Angst haben, so gib mir Mut. Soll dich müde sein, so gib mir Kraft. Tja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oder hieß es, wer es nicht wagt, der spinnt, egal. Da ist es, das große Übel in der Blase. Er hat Angst. Es könnte funktionieren. Wir fangen Mephisto im Stein ein und kehren zu Lora zurück. Dann versiegeln wir die Tore der Hölle hinter uns und lassen Lilith hier zurück. Sie wird euch fangen, ehe ihr entkommen könnt. Und
Und wenn ich dann im Stein gefangen bin, wird sie sich meine Macht aneignen. Lasst euren Hass auf mich nicht die Vernunft übertönen. Nerell, meinen Gedanken zu Mephisto kann ich nicht trauen. Aber euch kann ich vertrauen. Tut, was ihr für richtig haltet. Euer Leben und das der gesamten Menschheit hängt von euren nächsten Taten ab. Wählt weise. Beten wir, dass es funktioniert hat. Kommt nun. Lilith wird uns jagen. Ich muss es beenden. Ich werde Lorat finden. Wieder Ordnung schaffen. Wir warten bei der Kapelle auf euch. Ich will euch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Verstanden? Schön, dass wir uns auch mal endlich persönlich gegenüberstehen. Und Nerell, nein, wir werden uns wiedersehen. Da bin ich mir fast zu 100% sicher. Da jetzt noch was? Ein paar kleine Flügelschläge. Ich bin noch nicht bereit. Ein bisschen den Boden aufreißen. Wen soll das denn beeindrucken? Ich brauche mehr Zeit. Ach so. Natürlich. Ich habe kaum noch Energie. Weil ohne wäre ja auch langweilig. Ui. Ja, haut sie doch mal einen raus. Mehr Zeit. Brauchst du das wirklich? So, jetzt mal hier Konzentration. Da liegen doch schon mal Tränke. Die lachen mich an. Einmal, zweimal und dreimal.
jetzt werd mal nicht unverschämt. Na, wann kommen deine Scherben wieder? Ich bin noch nicht bereit. Ich warte doch nicht drauf. Ach da. Ein bisschen Schatteninfusion. Wie gefällt er das? Wer ist denn da jetzt alles am Start? Ihr wart zur Party nicht eingeladen. Zu viel Kuchen habe ich nicht da. Ich bin noch nicht bereit. Der eine da liegt doch gleich auf dem Boden. Na, seht doch. Dann habe ich ihn hier noch. Aus da. Ich brauche mehr Zeit. Ach komm. Und nun? Das war's? Ende der Geschichte? Natürlich nicht. Na, wie siehst du denn jetzt aus? Ich brauche mehr Zeit. Aufgepasst, sonst ist's vorbei. Sieht sicher aus. Na, einigermaßen. Wirken die Fallen eigentlich bei dir? Wo du ja so über den Boden schwebst. Ich bin noch nicht bereit. Doch, bist du. Hab ich gesehen. Hui, der kam hart. Das gibt eine dicke Beule. Einen Trank haben wir da noch liegen. Dann kann ich mir den gönnen. Hey! Warum so sparsam mit dem sicheren Bereich? Da liegst du auf dem Boden, kannst du nichts tun. Ich brauche mehr Zeit. Da wird's wieder gefährlich. Oh, was denn hier passiert? Auch noch Zerstörung, Vandalismus. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin noch nicht bereit. Das ist so klug, oder?
Ich bin noch nicht bereit. Ich habe kaum noch Energie. Nicht hoch. Lass mal. Ist es vorbei? Sanctuario. Wahrheitsflucht. Aus dem ewigen Konflikt gedacht. Und doch sind wir erneut mittendrin. Ich habe euch freien Willen gegeben. Und ihr habt ihn vergeudet. An einem Kreuzzug, den ihr nicht versteht. Ihr habt Tyrannei gewählt, als ich Frieden anbot. Ein schwaches Vermächtnis für meine Gabe. Ohne mich hättet ihr keinen Sieg errungen. Und er dürfte mehr kosten, als ihr bereit seid zu geben. Das war es dann wohl mit der Tochter. Des Hasses. Och, was ist denn das für ein Ring? Ich sag mal so, selbst wenn ich da die falsche Wahl getroffen habe und es weiter und weiter geht, wir wollen ja irgendwann ein Diablo 5, oder? Dankt mir später. Dann mal zurück zu Lorat. Und anschauen, was das denn Schönes ist. Umarmung der Mutter. Okay, Widerstand gegen Feuer und gegen Schatten, 8 plus alle Werte. Glückstrefferchance 2,1%, kritischer Trefferschaden 16%, Überwältigungsschaden. Und wenn eine Kernfertigkeit mindestens 5 Gegner trifft, werden 20% der Ressourcenkosten zurückerstattet. Ja, leck mich doch. Plus Sockel noch drin. Jeder Foliant, jede Schriftrolle, jedes Buch in diesem Tempel birgt dieselbe Antwort. Das einzige Wesen, das bereit war, sich gegen den ewigen Konflikt, gegen die großen Übel zu stellen, war Lilith, Elias. Naja, ich war dann ja auch noch am Start, oder nicht? Dann hätten wir hier noch. Gesamte Rüstung erhöht, 2 Ränge für dunkler Schleier, 1 für Giftfalle, Schadensreduktion.
Und wenn ihr einem benommenen Gegner mit einer Wendigkeitsfertigkeit Schaden zufügt, erhaltet ihr 4 Sekunden lang Verstohlenheit. Wenn ihr mit einem Angriff eure Verstohlenheit beendet, profitiert ihr 4 Sekunden lang von einer um 15% verringerten Dauer von Kontrollbeeinträchtigungen. Kommt darunter. Kommt zum Schmied, kommt zum Händler, kommt in die Truhe und kommt an den Finger. Aber an welchen? Das muss ich mir dann noch überlegen. Tja, meine Frage jetzt. War's das wirklich komplett? Oder schieben die da noch irgendwas nach? Lorat, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Es ist geschafft. Lilith ist fort. Ist sie im Stein gefangen? Nein, aber Mephisto. Er hat uns geholfen, die Kathedrale des Hasses vor Lilith zu erreichen. Natürlich. Er war von Anfang an involviert, nicht wahr? Wir mussten das Risiko eingehen. Nein, ich verstehe. Wo ist der Stein? Nirel, sie ist nicht zu euch zurückgekehrt? Nein. Ups. Sie muss bereits zur Wüstenkapelle gegangen sein. Folgt ihr. Schnell. Ich muss Donan mitnehmen und das Tor zur Hölle hinter uns versiegeln. Ich halte euch nur auf. Ihr schafft das nicht allein, mein Freund. Wir kamen zusammen her. Wir verschwinden auch wieder zusammen. Sie wird doch nicht. Sie will doch nicht. Hat sie etwa... Jetzt sind wir wahrhaftig allein. Die Schöpfer Sanctuarius, Engel und Dämon, Vater und Mutter, sind tot. Sie haben uns nach ihrem Abbild geschaffen. Ihr Konflikt ist ein Teil von uns. Das wird er immer sein. Aber ist an Liliths Vision etwas Wahres dran? Diese verrückte Idee, dass wir dem ewigen Konflikt entkommen können? Oder ergeht es uns wie allen Kindern, die gegen ihre Eltern rebellieren? Am Ende werden wir selbst das, was wir hassen. Dies sind keine Fragen für einen alten Mann. Und ich habe nicht mehr viel Zeit. Das ist nicht mehr mein Kampf. Ich kann nichts weiter tun, als den Wanderer und Nirel vor Ratmas Schicksal zu bewahren. Und alle anderen, die beim Versuch gescheitert sind, unsere fehlerhafte Natur zu überwinden. Sobald wir mit Nirel zurückgekehrt sind, finden wir einen Weg. Wir müssen. Wir müssen? Was müssen wir? Na, da bin ich doch jetzt mal gespannt. Trefft Nirel in der Kapelle. Ruh dich aus, Kleine, solange du kannst. Wir ziehen bald weiter. Warnung der großen Übel. Sie ist fort. Warum hat sie nicht auf uns gewartet? Das ist die große Frage. Beeinflusst Mephisto sie bereits? Nein. Es wird dauern, bis sich die Verderbnis aus dem Stein ausbreitet. Sie muss aus einem Grund gegangen sein. Doch, aus welchem? Vielleicht ist sie zum Gewölbe gegangen? Ja. Ja, so muss es sein. Yorin, Donan, wir haben so viele an den Hass verloren. Oh, das haben wir. Wir können nicht auch noch Nirel verlieren. Kommt schon. Ich bin da ganz bei dir. Och, was denn jetzt für ein Aufmarsch? Lorat Narr! Wird das denn nie enden? Josef. Josef, was wollt ihr? Geht zur Seite. Ich bin wegen des Horadrim hier. Kann das nicht warten? Ich muss einen Freund begraben. Wir heben sein Grab für euch aus. Das ist nett.
Aber wer hebt eures aus? Tötet den Ketzer! Was heißt hier Ketzer? Wieso jetzt auf einmal aggressiv? Was haben wir getan? Das wollte ich nicht. Man muss mir glauben. Die Horadrim haben ihre dunkle Magie angewandt, um ein großes Übel in die Welt zu tragen. Übergebt dem Vater ihre sündigen Seelen und holt den Seelenstein zurück. Hat nicht funktioniert. Der bleibt hier, zumindest bei Nerell. Vorerst. Josef. Er rettete mich in Nevesk. Sie waren nicht unsere Feinde. Das waren Narren. Ich habe keine Zeit dafür. Ich gehe nach Skarsgård. Donan verdient es, mit seinem Sohn begraben zu werden. Ich dachte, die Toten verdienen nichts, wenn die Lebenden in Gefahr sind. Weise Worte. Aber ich muss mein Versprechen halten. Deswegen müsst ihr vor mir gen Norden reiten. Wenn die Kathedrale sie noch nicht hat, könnte Nerell zum Gewölbe unterwegs sein. Findet sie und trefft mich dann in Donans Anwesen. Dann, mein guter Lorat, geh deiner Pflicht nach und ich suche dann im horadrischen Gewölbe nach Nerell. Das werden wir aber nicht mehr heute machen. Dann beim nächsten Mal in voller Stärke und in voller Länge. Vielleicht jetzt noch irgendwas Kleines? Nö, lassen wir es dabei. Soll's gewesen sein. Tja, da ist die Lilly beseitigt worden. Und dann gibt's doch noch was zu tun. Nun gut, dann sage ich für heute, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen? Dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.